Hallo und willkommen zu einem neuen Format von mir. Über einen Namen bin ich mir noch nicht bewusst, aber spätestens wenn das Video online geht, seht ihr ja unten, wie diese Reihe heißen wird. Und zwar, ich wollte schon immer über Spiele reden, aber ich wollte sie nicht nur einfach präsentieren wie beim Sega Sonntag und mir fiel auch nichts ein. Ich hatte keine Inspiration, um daraus eine Bitbandit-Folge zu machen. Deswegen habe ich mich gedacht, ich setze mich jetzt einfach gemütlicher hin und rede über die Erinnerungen, über dieses Spiel, was ich mir dann herausnehme für ein Video. Ich werde dann pro Video ein Spiel behandeln und werde so meine Erinnerungen wiedergeben und was mich damals fasziniert hat und was mich eventuell heute noch fasziniert. Deswegen habe ich mir hier einen Stuhl geholt, hocke mich gemütlich hin und rede ein bisschen mit euch, was mich damals eben so geflasht hat an den Spielen. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ich dachte mir, ich nehme als erstes Resident Evil. Denn das ist eine Spielserie oder beziehungsweise das erste Spiel hat mich so geflasht und ich war einfach so geschockt wie noch nie zuvor damals. Mein bester Freund und Nachbar hatte eine PlayStation und in den schönen Jahreszeiten kam der nie über die Haustür zu uns rein. Er kletterte immer über den Balkon und auch an diesem Tag saß ich eben im Wohnzimmer, ich höre ihn nur reinklettern, denke mir, hey Martin, was los? Und er so, ja, ich habe ein neues Spiel für die PlayStation. Und ich schaue das Cover an, Resident Evil, ein Typ mit einer großen Knarre. Ich dachte mir, okay, ist wahrscheinlich sowas wie Contra. Definitiv ist das sowas wie Contra. Dann gehen wir rüber, schalten es ein und da kam schon dieser Übergangsbildschirm gleich am Anfang, wo man den Schauspieler von Chris Redfield sieht, wie er verfolgt wird und dann explodiert und eine Blutlache kommt. Ich dachte mir, okay, das hat bestimmt nichts mit dem Spiel zu tun. Das ist jetzt einfach nur eine kleine Sequenz, damit man gepusht wird für das Spiel und Bock drauf hat. Und dann kam schon die Anfangsszene, die Intro-Sequenz und das war ziemlich harter Tobak damals. Die Hunde und klar, es ist billig inszeniert, wenn man jetzt als Erwachsener das sieht, aber als Kind dachte man, oh fuck. Aber ich war immer noch nicht so darauf vorbereitet, was mich erwartet. Ich habe immer noch damit getippt, ja, gleich geht's los mit Nonstop-Action und Ballern. Dann kam mir in das Herrenhaus. Und die Musik alleine schon so krass creepy. Also wenn ich an dieses Musikstück höre in dieser Halle, mir läuft jetzt noch eiskalt den Rücken runter. Dann gingen wir eben in diese, wie hieß, in das Esszimmer da, genau, wo die Blutlacke ist. Dachten, ja gut, ist halt irgendwas passiert. Dann gingen wir in den Nebenraum, wo dieser erste Zombie wartet. Und meine Fresse, der dreht sich so langsam um. Das ist ein Augenblick, den ich bis heute nie vergessen hatte. Das hat einfach damals so geschockt und wirkte so real. Ich habe keine Ahnung. Und dann griff uns der erste Zombie an. Natürlich mit dieser Panzersteuerung kamen wir überhaupt nicht zurecht. Erstmal fast draufgegangen. Und das waren die ersten 3 Minuten und wir dachten, okay, das wird was auf uns zuprasseln, mit was wir nicht gerechnet hätten. Dann gingen wir eben auf die andere Seite vor der Halle und ich kam ein bisschen runter und war ein bisschen wieder entspannt. Und dann kamen diese verfluchten Hunde durch das Fenster. Mir raste das Herz und dann waren vielleicht 10 Minuten am Spiel um. Das Intro hat mich kaputt gemacht, der erste Zombie, der Hund. Und ja, es wurde fast dunkel, ich war jung, ich musste nach Hause. Und wir wohnten damals in einer Reihe, also an einer Straße, wo eine Reihe von Häusern sind. Ich hätte zwar an die Straße vorgehen können und dann entlang nach Hause, aber es hätte noch länger gedauert. Deswegen bin ich hintenrum um die Häuser nach Hause. Aber auf der einen Seite sind die Häuser, was ja was Gutes ist, aber auf der anderen Seite war nur Maisfeld und ich war klein und diese Maisstauden waren natürlich 4 Köpfe größer als ich. Und es war Sommer, es war noch nicht so dunkel, aber die Sonne ging auf der anderen Seite vor den Häusern unter. Das heißt, ich war auf der übelst darken, übelst dunklen Schattenseite überhaupt. Ich hörte irgendwas knacksen im Maisfeld, bin gerannt, mir liefen die Tränen runter. Ich dachte, fuck, mein Leben ist vorbei. Dann kam ich daheim an, ja, ging dann später ins Bett, konnte natürlich nicht schlafen und wenn ich mal schlafen konnte, hatte ich Albträume. Am nächsten Tag wache ich auf, ging in die Schule, glaube ich, damals sogar, kam heim und ja, bin wieder zum Nachbar und habe Resident Evil weitergemacht. Das war einfach diese Faszination. Ich hatte gleichzeitig so Ehrfurcht, aber gleichzeitig war ich so fasziniert von dieser Präsentation und mal so Storytelling in einem Spiel, vor allem mit so einem krassen Setting, das habe ich davor eben noch nie gesehen. Und das hat mich da so fasziniert und so in seinen Bann gezogen. Ich selbst habe eigentlich fast nie gespielt. Es hat nur mein Nachbar gespielt, weil der ein paar Jahre älter war. Es war 96, da war ich 9 und er war, glaube ich, 12, 13 oder so.
Eigentlich schon krass, dass der da das Spiel bekommen hat ab 18, aber na gut. War für uns natürlich super. Und ich bin jeden Tag rüber, ich hatte jeden Tag Angst beim Nachhauselaufen, ich konnte nie schlafen, aber trotzdem musste ich einfach wissen, wie es weitergeht. Ich habe so mitgefiebert mit Jill Valentine, hat er damals gespielt, genau, weil Chris war ihm noch zu krass. Und es hat sich einfach immer weiterentwickelt. Man dachte sich, okay, langsam kann ich mich drauf einstellen, auf die Gruselatmosphäre, auf das, was passiert, aber immer wieder kam was Neues. Dann kamen mittendrin die Hunters und das hat eine ganz eigene Dynamik wieder entwickelt. Die waren viel schneller und wenn ich die erwischt habe, ja, dann war's das. Und selbst die Tagebücher haben mir so eine scheiß Angst gemacht. Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Ist lang her, wo ich das letzte Mal durchgespielt habe. Man liest doch bei einem im Zimmer dieses Tagebuch und er wird langsam infiziert und das merkt man auch an seiner Schreibweise. Beziehungsweise was er schreibt, da immer mehr kommt doch dieses Lechts, Lechts, Hunger, Hunger, hab Appetit und boah, und im Hintergrund diese Musik, ey, ich hatte so Angst und dann, ja, Tagebuch gelesen, er klickt auf Exit und was kommt? Der Typ aus dem Schrank, ja, wieder war eine Nacht Schlaflosigkeit angesagt. Und das war einfach das, was Resident Evil damals in mir ausgelöst hat, so diesen Sprung, okay, Videospiele sind jetzt auf einem neuen Level. Und wie gesagt, ich bin gerade irgendwie selbst sprachlos, weil ich lange nicht drüber nachgedacht habe, was Resident Evil in mir ausgelöst hat. Und da es einfach immer schlimmer wurde, am Schluss halt, ich glaube, ich kann spoilern, oder wer hat es nicht gespielt, als dann sich Wesker quasi entblößt hat, dieser Plot-Twist, dass er der Böse ist und dass eigentlich alles nur arrangiert wurde, um zu testen, wie krass diese Biowaffe ist. Und dieser Tyrant, der hat uns natürlich in den Arsch getreten. Ich meine, der war imbar für uns. Aber nach einer halben Stunde rumwuseln, hat es dann doch irgendwie geklappt. Und mir fiel ein Stein vom Herzen, wo wir Resident Evil durch hatten. Gleichzeitig fühlte sich es aber irgendwie leer an, da ich endlich wieder schlafen konnte. Und ich habe die Schlaflosigkeit schon fast vermisst. Und das war einfach, was für mich Resident Evil ausgemacht hat und was ich heute eben vermisse. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich erwachsen bin und man diese anderen Sachen mehr in der Relation sieht. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt Resident Evil das erste Mal spielen würde, ob ich noch so geflasht wäre, wie ich es damals war. Ich glaube fast eher nicht, aber das war so das Schöne am Kindsein. So dieser Sprung zwischen Fantasie und Realität, der geht so fließend über, dass man das einfach nicht richtig einsortieren kann und einfach die Ehrfurcht viel größer ist. Teil 2 hat es natürlich auch noch geschafft. Aber was Resident Evil leider heute ist, sind gute Actionspiele, aber es ist kein Resident Evil mehr. Ich glaube, ich habe eigentlich alles gesagt, was ich so erwähnen wollte, wie damals für mich Resident Evil war, wie ich es erlebt habe und an welche Augenblicke ich heute denke. Ich finde, das Format ist recht bequem, werde ich beibehalten, so alle 3-4 Wochen vielleicht mal. Denn wie gesagt, ich habe einige PlayStation 1 Spiele, über die ich mal reden möchte, aber einfach nicht weiß, wo ich sie in meine bisherigen Formate einpacken soll. Deswegen denke ich, ist es ein ganz guter Kompromiss und wir sehen uns beim nächsten, wie auch immer das Format heißen wird. Bis dann!